Hallo und herzlich willkommen. Ja, willkommen zurück hier bei Far Cry 4 hier in der 20. Folge. Sobald es mir besser geht, plane ich einen neuen Angriff. Das wird der büßen. Ich hab noch eine Kleinigkeit vergessen. Allgemein Untertitel an. Natürlich Deutsch für euch, falls es wieder Musik aus. Das Problem war ja, dass in 3 Folgen bisher, sag ich mal, der Ton von YouTube verboten wurde, weil da Lieder drin waren, die geschützt sind. Ich glaube, bei dem einen. Das war meine Familie. Ja, ich möchte hier raus. Ja. Nur wegen ihm. Ja. Und deswegen habe ich das jetzt mal kurz umgestellt, dann kriegt ihr das auch mit. Alter! Geil! Kommst du raus und wirst direkt von Hunden angefallen, Mann. Alter, was ist hier verkehrt, ey? Okay. Map. Ja, was wollten wir machen? Norm-Missionen können wir machen. Wir können die Longismus-Aufgaben machen. Ich glaube, da reisen wir auch mal schnell hier hin. Dann haben wir so einen Gyrocopter, fliegen einfach zu den Longismus hin, machen seine Mission, wo wir noch, glaube ich, ein paar Blutdiamanten raussuchen müssen. Und damit sollte das Ganze fresh losgehen. Du kommst nicht zurück. Geiselrettung, nein, Attentaten, alles, das machen wir später. Erstmal machen wir hier wieder mal eine Kampagnenmission. Ich weiß ja nicht, was wir in der 19. Folge so gemacht haben, aber egal. Weil es ist ja auch schon ein paar Tage her, wo ich die gedreht hatte. Auf geht's. Ich glaube, da war das. Ach ja, stimmt, das ist ja unsere Festung, die wir das eine Mal eingenommen haben. Ganz fresh eigentlich, würde ich mal behaupten. Und, oh, da unter uns ist der schon. Drop it. Runter. Ich wusste natürlich nicht, auf welchen Felsen er sich diesmal verkrochen hat und direkt starten. AG. Ein jeder, der Ohren hat, soll hören. Offenbarung 13,9. Ich bereite Predigter vor. Das sind viele Predigten. Und alle Menschen werden sich fürchten und verkünden, dass dies das Werk Gottes war. Und für dich gibt es doch ein verlorenes Schaf. Finde es, folge ihm und bring mir, was du findest. Okay, vielleicht auch andere Sachen. Aber mit dem Gyrocopter sollten wir ihn sehr leicht folgen können. Kompensation. Ja. Kurz abheben und zu den angegebenen Ort fliegen. Alter, lol, das Haus soll gerade überhängen. Du wurdest entdeckt, folge dem Schmuggler. Ist zum Gewölbe gescheitert. LOL! Nur wegen den Idioten, die da waren, Alter. Was? Es geht echt gut los. Und danke! Wirklich nice. Ich hab. Das ist wenigstens einer von uns. Wow. Aber ich hab hier nicht mein Boot. Guck mal, die haben Boot. Lass uns frei, dass wir nicht so als frisches Wertvolles herumtragen. Da ist ein Jetski, den brauchen wir. Alter! Was macht der da, Alter? Auf dem kurzen Ding holt er sein Wingsuit raus, Alter. Spring auf, das Jetski. Go. Zu weit entfernt. Ist klar.
Das wie sie wie in einem Müll. Oh, da unten gab es irgendwas. Auf der Karte habe ich es erkannt. Ja, ist da schön hier, mal so ein bisschen auf dem See rumzufahren. Nein, übernimmst du nicht. Plündere die Leiche. Tja, der hat es nicht sehr weit geschafft, der Schmuggler. So. Den Schlüssel habe ich. Komm, zeig dich doch nochmal. Ja! Die nicht getroffen, Alter. Ja. Wo ist der letzte? Ich sehe nicht, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Wo bist du hin? Da ist mein Nachland da. Oh. Haben wir. Mal hier ein bisschen actionreich ansliden. Das entfernen wir einmal. Okay, hier ist niemand. Hätten wir, glaube ich, anhand der Karte sehen können. Ah, okay. Wir haben keine Schriftlinte dabei. Ah, hier geht's rein. Zack, auf geht's. Nimm das Gold mit, Alter! Ach, die paar Diamanten, Alter. Pff. Junge, das Gold! Aber ich muss die hier mal auch durchsuchen, damit ich ein paar Sachen krieg. Nimm das Gold mit, Mann. Das ist so viel. Weil wir brauchen ja ordentlich Geld für unsere Bude, dass wir die verbessern können, Alter, weil da kosten ein paar Sachen 400.000 und so. Und das ist echt heftig. Ich hätte wissen sollen, dass eigentlich von draußen wieder Gegner kommen. Hätte ich die vielleicht ein bisschen preparieren sollen. Geh weg! Los, los, los! Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck! Nein, 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 nein! Okay, dann halt so, ich wusste nicht mehr, wo ich mein C4 herkriege. Oh Gott! Bam, Headshot, Mann. Alter, wie viel Muni ich verballert hab, ey. Göffel, Alter. Erstmal hier draußen alle dann plündern und vielleicht gibt's hier sogar so ein Waffding, alter Porno. Aber hier habe ich ja schon einige weggekauen. Zack, der Schrotflintenmunition. Faustwaffen, MPs. Sturmgewehr, das ist das, was ich brauche. Zack, hier nochmal, da was. Hier liegen auch noch ein paar Leichen rum. Ach, jawohl, so kriegen wir doch mal Geld zusammen, würde ich behaupten. Dieses Ganze müssen wir zurückbringen. Heroindosis. Alter, wie viel Muni wir kriegen für Sachen. Zack.
kann man das irgendwie hier so stoßen, 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 stoßen. Einsteigen, jawohl. Los. Vollgas. Jo. Und wieder mit dem Jetski zurück. Da war so eine Mani-Mühle, die hätten wir drehen können. Ach, aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und Vollsprint zu dem Haus. Das Plakat abreißen und die Sachen da reinmachen. Kompensation haben wir fertig. Leute, wo ist denn? Drücken wir das Ganze mal ein bisschen zurück hier. Dann holen wir uns doch noch die Money-Mühle, weil wir brauchen ja noch ein bisschen Karma. Ja, los! Ins Wasser mit dir! Reicht das? Jawohl, reicht schon. Da ist die Money-Mühle. Wir sind auch schnell da links. Alter! Hat nichts gebracht, ey. Wow. Jetski hier drauf. So, drehen. Und jetzt holen wir uns da drüben noch den Händler. Damit wir da ein paar neue Waffen wieder ausgerüstet haben. Muss ja hier irgendwo noch sein, da. Ich will mit dir handeln. Sag Munition nach 35.000. Sachen von 27.000 verkaufen. Das heißt, wir haben Gewinn gemacht. So. Die Ecke könnten wir nochmal erobern. Diese vier Dinger hier. Dann könnten wir die Normmission machen. Da ist unser Haus. Ja, ich würde sagen, wir erobern kurz hier noch das Gebiet. Oder machen wir erst die Nur-Mission. Aber wisst ihr was, wir machen erst die Nur-Mission. Wir reisen da oben hin. Dann kommen wir auch ein bisschen in der Hauptstory voran, denke ich mal. Und wenn der Nor weg ist, ich glaube, das ist ja das von der linken Festung auch, dann sollten wir da leichter die erobern können, obwohl wir es auch, glaube ich, so schaffen würden. Und jetzt nicht lang reden. Los geht's. Ich habe nur kurz ein Stück noch getrunken. Alter, laber, laber, laber. Ja, ja. Aha, aha. Geht hier bei der Arena los, ne? Super. Ich hoffe, wir reden nur mit der einen Frau. Oh, scheiße. Ich verfütter ihn. Oh. Fuck! Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay! Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Okay. Statt der Schmerzen, ey. Ah, Tittenglotze. Mhm. Wo ist...
da draußen infiltriere. Aber es ist hier nirgendwo auf der Karte. Hä? Nicht. Woher soll ich wissen, wo das ist, wenn das nirgendwo angezeigt wird, Mann? Oder bin ich einfach nur todesblind gerade, da unten? Also mach mal eine Schnellreise dahin, statt über diese ganze Karte zu fahren, hallo? Das hat sich ja gelohnt, dass wir die dann mal freigeschaltet haben, ey. Würde sicher sonst in die Ewigkeit ziehen, Mann. So. Jawohl, wir fahren wieder mit dem geilsten Fahrzeug in diesem Spiel. So. Da markieren. Ihr hört den Sender Freies Kyrat und hier ist euer Rabbi Ray Runner. Ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Kyrat angreift. Ganz tolle Aktion, Leute. Ganz tolle Aktion. Lasst es an den Kleinen aus. Das nervt. Immer. Ihr, weil diese Jungs haben es echt so schuschwer. Ich meine, Nomaden, überlegt doch mal. Jede Nacht im Zelten schlafen, ständig umziehen, das ist doch kein Leben. Die Leute müssen... AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht, nur überlegt, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Gigi, direkt. Verkackt. Ja, Leute. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht, nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ, er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Er ist verschwunden. Der Truckfahrer wurde alarmiert und ist geflüchtet. Also müssen wir uns links irgendwie durchschleichen. Und dann nehmen wir am besten Pfeil und Bogen, damit wir das locker hinkriegen. AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht, nur, aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du, du musst dich reinschleichen, das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Was sag mir nicht, die haben hier Hunde. Was zum... Alle aus dem Lager aus in den Quad verladen werden. Wenn die Gefangenen aus dem Lager... Verdammt, ich glaub, der ist tot. Was machen wir jetzt? Ich will mich nicht... alles ab! Als kannst du nicht sein. Wir wissen nicht, was da ist. Wo versteckst du dich? Heikling! Ui! Scheiße! Die sind alle. Der Truckfahrer fährt da schon wieder weg. Augen auf! Wir haben die ungefähre Richtung. Findet ihn! Was zum? Ihr müsst jeden Scheiß. Sabal, jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Kyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also wenn du irgendjemand lebend findest, hilf ihnen zu fliehen. Aber tu es leise. Okay. Wir versuchen natürlich allen zu helfen. Gut, gucken, Fähigkeiten, 8 Punkte, Alter. Was ist das? Stabilität des Bogens, das ist schon mal sinnvoll. Schwerer Takedown, das ist auch sehr sinnvoll. Ja. Brandfalle. Upgrades, ja. Doppelt so viele Blätter. Karma-Bonus, Wirkungsdauer, Spritzen sollten wir erleidest du bei den Schaden. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Dann können wir besser jagen mit den Tieren.
Elefanten zu reiten. Schneller laufen, schön Luft anhalten. Ja. Ich glaube, den restlichen Punkt behalte ich erstmal. Wir schleichen uns hier aus mal lieber lang. Wir sind jetzt auch leider schon wieder bei 21 Minuten, ey. Ja, wisst ihr was? Wir werden dieses Dorf hier in der nächsten Folge komplett einnehmen, weil ich denke, das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, vor allem wenn wir alle Ziele befreien wollen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein!